Die habe ich von Razer zum Testen bekommen. Nochmal ein dickes Dankeschön dafür. Es handelt sich um eine Razer Black Widow Standard Edition. Mit der Tastatur spiele ich jetzt schon ungefähr 2-3 Monate und ich muss ehrlich sagen, die Tastatur hat es mir richtig angetan. Es kommt vielleicht auch daher, dass es eine mechanische Tastatur ist. Man hat erstens einen höheren Anpressdruck, wenn man die Tasten drückt. Zweitens, die Tasten reagieren präziser als wie bei anderen Tastaturen. Und man hört ein angenehmes Klicken. Beim Zocken hört sich das natürlich ganz anders an, das kommt aber später in einem Video noch ein kleines Beispiel. Zum Design muss ich sagen, sie ist schlicht gehalten, ohne großen Schnickschnack, aber trotzdem ist sie auf ihre eigene Weise elegant. Von dem Tastenlayout, das einzige, was ich sag, was gewöhnungsbedürftig war, ist, dass die F1-Taste verschoben ist, also dass der ganze F-Tastenblock verschoben ist. Das ist bei anderen Tastaturen, ist halt direkt über der 1, ist halt die F1-Taste und bei der ist es halt ein bisschen weiter nach rechts verschoben. Was in dem Sinne für mich für World of Warcraft nicht tragisch war, weil ich die F-Tasten sowieso nicht benutze. Aber ich denke halt für andere Spiele, wie zum Beispiel Strategiespiele, Warcraft oder Starcraft, das ist da, okay, Starcraft eher weniger, aber Warcraft vor allem, wenn man seine Heroes auswählt, die auf F1 bis 4 oder so hat. Aber ansonsten eine auf jeden Fall gelungene Tastatur. Und im Folgenden möchte ich euch noch zeigen, wie man Makros einstellt für die Makrotaste an der Seite. Und ein kleines Beispielvideo, wie die Tastatur sich in Aktion verhält, wie sie sich anhört. Viel Spaß dabei! Im Folgenden möchte ich euch einige Möglichkeiten zeigen, was man alles mit dem Treiber in der Black Widow einstellen kann. Wenn man die Treiber öffnet, sieht man drei Reiter: Tasten zuordnen, Profile verwalten und Makros verwalten. Ich gehe zunächst auf den ersten Punkt Tasten zuordnen ein. Man sieht hier ein Abbild von der Tastatur und man kann jede Taste einzeln auswählen. Ich nehme jetzt als Beispiel nur die Taste M1. Man sieht, das vorher unten ausgegraute Fenster hat einige Funktionen bekommen. Wenn man Standardtaste, wie der Name schon sagt, wird es dann auf die Standardfunktion zurückgesetzt. Der nächste Punkt, was ich persönlich richtig gut finde, das ist Einzeltaste. Das ist, man kann irgendeine x-beliebige Taste von der Tastatur umbinden auf die jeweilige ausgewählte Taste. Das ist zum Beispiel für mich als Resto-Shaman extrem wichtig, da ich im PvE-Bereich extrem viele Bindings habe und es mit den 5 extra Tasten nochmal vereinfacht wird so. Der nächste Punkt, das wäre dann Makro. Was jetzt noch ausgegraut ist, weil ich quasi in meinem Makrofenster noch keine Makros erstellt habe. Das weitere wäre Profilwechsel. Denke ich mal, ist selbstverständlich, dass man vorher erstellte Profile einfach per Tastendruck wechseln kann. Und der letzte Punkt davon ist Programm starten. Da habe ich zum Beispiel als Beispiel, dass ich auf der Taste M1 den WoW-Launcher gebindet habe. Dass ich einfach nur eine Taste drücken muss und schon startet WoW. Der zweite Reiter, denke ich mal, ist recht selbsterklärend, dass man verschiedene Bindings und Makros für verschiedene Profile verwendet. Als Beispiel wäre hier, dass man sich für verschiedene Klassen in WoW eigene Profile erstellt. Die letzte Funktion des Treibers ist Makros verwalten. Die Black Widow bietet zwei Möglichkeiten, Makros aufzunehmen. Einmal in den Treiber selber, und einmal mit der sogenannten On-the-Fly-Funktion. Also sprich, ihr könnt, während ihr spielt, könnt ihr live Makros aufzeichnen und diese auch verwenden. Wie man in den Treiber Makros erzeugt: man klickt auf Neu, irgendein x-beliebiger Name, in meinem Fall jetzt Test, schaut, ob ihr die Verzögerung zwischen den Tastendrücken mit aufnehmen wollt oder ob ihr sie ignorieren wollt, und drückt einfach auf den Record-Button. Also ich habe jetzt in meinem Fall erstmal ignoriert. Macht ihr Hallo. Seht ihr, Pfeil nach unten, Taste gedrückt, Pfeil nach oben, Taste wieder rausgelassen. Wenn ihr mit dem Makro fertig seid, drückt auf den Stopp-Button. Nun könnt ihr das Makro noch bearbeiten, indem ihr zum Beispiel an die Stelle geht, wo die Taste gedrückt wird. Dann könnt ihr da eine Verzögerung einfügen, von wie viel Millisekunden.
sagen wir mal 500, also eine halbe Sekunde, und fügt sie ein. Auf Deutsch ist es dann, der Computer drückt die Taste H, hält sie eine halbe Sekunde lang gedrückt und lässt sie dann erst wieder los. Wenn ihr das Makro dann fertig habt, geht ihr wieder zurück auf den Punkt Tasten zuordnen. Dann sucht ihr euch eine Makro-Taste aus, klickt auf Makro, hier gibt es noch verschiedene Wiedergabeoptionen. Ihr wählt das Makro oben aus und drückt auf OK. Jetzt habe ich mein Testmakro auf der Taste M1. Um zu testen, ob es funktioniert, gehe ich in Notepad und drücke die Taste M1. Vorführeffekt, ihr müsst erstmal auf Anwenden klicken. Geht in Notepad. Das funktioniert. Man sieht auch, in dem Makro habe ich ja eine halbe Sekunde Verzögerung. Also man merkt es beim Schreiben, dass er erst eine halbe Sekunde wartet und dann Hallo schreibt. Da das H, halbe Sekunde Pause und Hallo. Soweit zu den Treibern. Um ein Makro mit der On-the-Fly-Methode auch zu nehmen, drückt ihr einfach die Fn-Taste und die Alt-Gr-Taste. Nun seht ihr, dass rechts oben auf der Tastatur die rote Makro-Taste leuchtet. Dies bedeutet, dass ihr das Makro jetzt aufzeichnen könnt. Hier in dem Beispiel mache ich jetzt einfach nur links-rechts-Strafe. Wenn ihr euer Makro fertig aufgezeichnet habt, drückt ihr wieder die Fn- und die Alt-Gr-Taste. Und ihr seht, dass die Lampe leuchtet, also blinkt. Das bedeutet, das Makro ist fertig aufgezeichnet und ihr könnt ihm eine Taste zuweisen. Nehme ich jetzt einfach die Taste M2. Ihr seht, keine Lampe leuchtet mehr. Und wenn ich in-game gehe und die Taste M2 drücke, funktioniert das Makro.